Willkommen zum Tagesordnungspunkt 4 der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden. Ich will vielleicht ganz kurz eingangs meinerseits sagen, wir haben ja viele, viele Sitzungen hier im Rat darüber diskutiert oder auch nicht. Wahlen zu beigeordneten Hauptsatzungsänderungen mehrmals auch auf der Agenda gehabt. Wir haben uns dann entschieden, miteinander in einen Moderationsprozess einzutreten. Die Moderatoren haben Vorschläge unterbreitet, sowohl wie die Änderung dann der Geschäftsbereiche aussehen sollen, wie sie personell besetzt werden sollen. Das findet sich jetzt in den nächsten Tagesordnungspunkten wieder, zunächst im Tagesordnungspunkt 4, in dem wir eben die Hauptsatzung daraufhin anpassen aber ja ausgeschrieben haben, dann die beigeordneten nach alten Satzung. Und soweit werden wir dann auch in den jeweiligen Punkten nach alter Satzung zunächst wählen und dann aber auch die Bereitschaft der gewählten abfragen, dann eben unter der neuen veränderten Geschäftsbereich-Zusammensetzung dann auch den Dienst anzutreten. Das ist der eine Punkt. Und dann eben auch die Personalvorschläge. Ich habe gesagt, das gilt doch für jeden, es erfüllen sich nie alle Wünsche und Träume, die man hat, in dem, wie man sich das strukturell und personell vorstellt. Wir haben lange damit gerungen als Stadtgesellschaft, als politische Verantwortungsträger. Und wir werden, und ich werde dem Vorschlag der Moderatoren folgen und signalisiere das auch hier nochmal, dann den Vorgeschlagenen auch mein Einvernehmen zu geben und natürlich auch, was jetzt die entsprechende Beschlussfassung zur Hauptsatzung angeht. So, damit wollen wir einsteigen in die Behandlung dann der Hauptsatzung. Dazu liegt uns zunächst ein Ersetzungsantrag der AfD vor. Herr Lazenski steht schon in den Startlöchern, kann den gleich einbringen. Und danach treten wir ein in die Fraktionsrunde. Es würde die Fraktion Dissidenten beginnen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Gestartet war der Oberbürgermeister ja im November des letzten Jahres bei dieser Vorlage mit der wohlklingenden Idee, die Hauptsatzung so anzupassen, dass Verwaltungsprozesse schneller und besser bearbeitet werden können und dem Steuerzahler Geld durch den Wegfall von einem oder sogar zwei hochbezahlten Beigeordneten gespart werden soll. Angekommen sind wir inzwischen bei der Minimalreduktion um einen Beigeordneten, verbunden mit der Schaffung von neuen Stabsstellen und der Schaffung eines neuen Beirates, sodass die Einsparungen am Ende bei plus minus null liegen werden. Und auch von der Idee der Effizienzsteigerung bei Verwaltungsabläufen ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Inzwischen sind wir angelangt bei einem Beigeordneten für Wirtschaft und Digitalisierung. Also einem Beigeordneten, der zwar einen wohlklingenden Titel, aber keine Entscheidungsbefugnis hat. Deshalb hat man ihm wiederum die Verantwortung für Personal und Feuerwehr quasi mit dazugegeben. Da drängt sich dann schon die Frage auf, was die Feuerwehr eigentlich mit der Wirtschaftsförderung zu tun hat oder welche Geschäftsprozesse in den Bürgerämtern angestoßen werden sollen, die am Ende in den Vergabebüros enden. Die wiederum sinnvolle gemeinsame Veranlagung von Ordnung und Sicherheit in einem Geschäftsbereich wird mit diesem neuen Satzungsentwurf aufgelöst. Letztendlich wird also genau das Gegenteil vom ursprünglichen Ziel erreicht. Viele Verwaltungsabläufe, die bisher innerhalb desselben Geschäftsbereichs stattfinden konnten, werden zukünftig geschäftsbereichübergreifend erfolgen müssen und alleine schon deshalb mehr Zeit und mehr Aufwand in Anspruch nehmen, als es bisher der Fall war. Als Außenstehender könnte man angesichts dieser Änderung schnell zum Schluss kommen, dass bei dieser vorgeschlagenen Satzungsänderung staatszusetzende Kräfte am Werk gewesen wären. Der wahre Grund dieser Aufteilung ist jedoch wesentlich banaler. Ein Klüngel aus CDU, Grünen und Linken, die gemeinsam mit dem Oberbürgermeister eine hauchdünne Mehrheit im Stadtrat haben, haben die beigeordneten Stellen unter sich aufgeteilt. Jedoch greift der Fachkräftemangel auch bei den genannten Parteien immer stärker um sich, sodass man bei den bisherigen Geschäftsbereichszuschnitten Probleme hatte, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass genau diese vier auserwählten Parteisoldaten auch die geeignetsten Kandidaten sind. Man empfand es als störend, dass sich in dem ohnehin schon dünnen Bewerberkreis trotzdem noch Kandidaten befanden, die nach den allgemeingültigen Grundsätzen Eignung, Leistung und Befähigung objektiv eher für die jeweiligen Stellen geeignet wären. Infolge dieser Erkenntnis setzte sich die Fraktion nun zusammen und würfelte den Geschäftsbereichszuschnitte so lange durcheinander, bis sie bestmöglich auf die zuvor festgelegten Kandidaten passen. Wie effizient oder ineffizient infolge dieser Klüngelei dann am Ende die Verwaltungsarbeit stattfinden wird, war für diese Fraktion vollkommen irrelevant.
Einzig und allein die Schaffung von hochdotierten Versorgungsposten für Parteikollegen hatte für Linke, Grüne und CDU hier Priorität. Den Schaden werden am Ende die Dresdner Bürger in den nächsten 7 Jahren davontragen. Wenn der Stadtrat dem Ausschussbericht folgt, wäre das ein Novum bei der Dienstpostenbesetzungsverfahren. Statt wie bisher Dienstposten und dessen Aufgabenbereiche so auszuschreiben, um in den geeigneten Kandidaten zu besetzen, sucht man sich hier zuerst Kandidaten und schustert ihnen dann die Aufgabenbereiche zu, dass es ungefähr zu ihren Vorlieben passt. Ein abenteuerliches Vorgehen, was wir so natürlich nicht unterstützen können. Aus diesem Grund haben wir diesen Änderungseintrag eingebracht. Dieser soll zunächst die ursprüngliche Idee des Oberbürgermeisters wieder aufgreifen und seinen Vorschlag mit 5 Beigeordneten zur Abstimmung stellen. Vielleicht kann sich auch Herr Hilbert dank dieses Antrags wieder daran erinnern, welche Intentionen für die Satzungsänderung er ursprünglich kommuniziert hatte. Zudem beantragen wir hiermit, dass die Beigeordneten-Dienstposten der geänderten Ressorts neu ausgeschrieben werden. Denn der Ausschreibungsschluss liegt inzwischen über 1,5 Jahr zurück. Keiner weiß mehr, welche der ursprünglichen Bewerber überhaupt noch zur Verfügung stehen. Außerdem ist die Zuordnung der alten Ausschreibungen auf die neuen Geschäftsbereichszuschnitte angesichts des derzeitigen Ausschussberichtes nicht mehr möglich. Der Grundsatz der besten Auslese kann aufgrund der langen Laufzeit des Besetzungsverfahrens verbunden mit den zwischenzeitlichen Änderungen nur noch durch eine Neuausschreibung gewahrt werden. Das hat sogar unser ehemaliger erster Bürgermeister, Herr Sittel, erkannt, als er sagte, dass die hier vorgeschlagene Geschäftsverteilung, Zitat, der Ausschreibung die Grundlage für die künftige Arbeit entzogen haben. Zudem bin ich sehr zuversichtlich, dass wir im Silicon Saxony eine Vielzahl an hochqualifizierten Interessenten finden würden, die sich auf die Ausschreibung eines Beigeordneten für Wirtschaft und Digitalisierung bewerben würden. Leider wurde aber genau diese Stelle bisher noch nicht ausgeschrieben. Deshalb bitte ich hier um Ihre Zustimmung für unseren Änderungsantrag. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst zu meinem Vorredner. Also aus meiner Sicht entbehrt es schon nicht einer gewissen Komik, wenn ausgerechnet die AfD von Leistung und Befähigung und besten Auslese spricht, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Meine Damen und Herren, der Vorschlag der Schlichter, der mit dieser Hauptsatzungsänderung umgesetzt werden soll, ist der kleinste gemeinsame Nenner, der eine Mehrheit verspricht. Die Schlichter konnten über die Weihnachtsfeiertage wohl nichts Besseres vorlegen, auch wenn wir alle oder wenigstens viele darauf gehofft hatten. Offensichtlich, ganz offensichtlich steht im Vordergrund, die Hängepartie endlich beenden, schnell rechtmäßige Verhältnisse herstellen und weiteren Schaden für das Ansehen Dresdens und der Demokratie überhaupt abzuwenden. Und meine Damen und Herren, das sind richtige und das sind ehrenwerte Ziele. Aber die Grundidee dieses Vorschlages ist die Zerschlagung des Geschäftsbereichs von Dr. Lames und seine Aufteilung unter eine Beutegemeinschaft aus OB, Grünen, Linken und CDU. Natürlich, selbstverständlich, ist es eine schlechte Lösung, den Finanzbereich dem OB zu unterstellen. Das stärkt zusätzlich die ohnehin zu starke Position des OB nach der Gemeindeordnung. Der zentrale Finanzbereich und das Rechnungsprüfungsamt sollten nicht auch noch in der Hand des Leiters der Verwaltung sein. Andererseits sollte man nicht die Augen vor der politischen Lage verschließen. Dieser Oberbürgermeister hinter mir ist erst im Sommer 2022 vom Volk als OB wiedergewählt worden. Es ist nicht zu beanstanden, wenn er eine Neuverteilung der Gewichte verlangt. Und man kann den Geschäftsbereich OB, so wie er jetzt installiert werden soll, auch anders lesen. Nämlich so, die FDP bekommt das Schlüsselressort Finanzen eben gerade nicht. Und, aus meiner Sicht viel wichtiger, nach den Stadtratswahlen 2024 kann der Geschäftsbereich neu vergeben werden. Der schlichte Vorschlag führt nichtsdestotrotz zu einer deutlichen Rechtsverschiebung in der Verwaltungsspitze, was uns nicht gefällt. Aber die Gründe liegen nicht im Schlichtervorschlag, sie liegen woanders. Wo liegen sie? Erstens, die Kooperation von Rot-Grün-Rot-Orange verlor bei der Stadtratswahl 2019 ihre Mehrheit. Ich kann dazu nur sagen, auch an diejenigen, die uns jetzt hoffentlich zuhören, wählen ist wichtig und bitte aufpassen an der Wahlurne, wir müssen es 5 Jahre lang ausbaden. Zweitens, der unmittelbare Grund ist der Verzicht der CDU, einen eigenen OB-Kandidaten aufzustellen und stattdessen Dirk Hilbert zu unterstützen. Sie hat sich deshalb auch verweigert, eine Zweidrittelmehrheit gegen Hilberts Verweigerung des Einvernehmens auch nur zu versuchen.
Wir Dissidenten hatten bereits im Februar 2022 unsere Stimmen für eine Zweidrittelmehrheit angeboten, wenn unsere Vorstellungen zum Klimaschutz aufgenommen werden würden. Damals wäre eine Zweidrittelmehrheit rechnerisch noch möglich gewesen, aber CDU und Grüne haben abgelehnt. Wir Dissidenten waren zu keinem Zeitpunkt in die Gespräche der Fraktion eingebunden. Aber wir können als kleine Fraktion auch nicht kurz vor Abpfiff die gesamte Spielanlage und die Aufstellung ändern. Die Verantwortung für diese schlechte Lösung bleibt beim OB, den Fraktionen der Grünen, der Linken und der CDU und bei den Schlichtern. Wir Dissidenten könnten es uns deshalb leicht machen und einfach diesen Vorschlag ablehnen. Aber auch wir haben eine Verantwortung für diese Stadt, und zwar eine Verantwortung, die sich nicht durch das Fehlverhalten anderer Teilnehmer am Spiel auflöst. Wenn wir aber als kleine Fraktion die seltene Chance haben, zentrale Kurskorrekturen durchzusetzen, sind wir nach sorgfältiger Abwägung verpflichtet, diese auch zu nutzen. Und meine Damen und Herren, dies haben wir nach unserer Überzeugung auch erfolgreich getan. Nun habe ich in den letzten Tagen gehört, naja, das, was die Dissidenten jetzt dort reinschreiben haben lassen zum Klimaschutz, ist ja alles egal, ist ja nicht so wichtig. Warum sind unsere Klimaschutzänderungen wichtig? Ich möchte es gerne noch mal vortragen. Wir setzen jetzt unsere Klimaschutzziele durch, die wir seit einem Jahr schon in einem Antrag hier im Geschäftsgang eingebracht haben. Das heißt, alle konnten sich ein Jahr lang dazu Gedanken machen. Erstens, wir stärken den Beschluss des Stadtrats vom Dezember bis 2035, Klimaneutralität anzustreben und in einem Klimaschutzprogramm zu verankern. Zweitens, wir bekräftigen den Beschluss zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs bis 2030, den die Haushaltskoalition im Haushalt 23/24 faktisch schon aufgegeben hatte. Drittens, diese Beschlüsse sollen ins Grundgesetz der Stadt, nämlich die Hauptsatzung, aufgenommen werden, die nur mit einer Mehrheit der Mitglieder des Rates geändert werden kann. Viertens, Klimaschutz wird endlich Chefsache. Der OB übernimmt die Koordinierungsaufgabe für den Klimaschutz. Die Facharbeit bleibt insbesondere im Geschäftsbereich Umwelt und Klima. Fünftens, der neu vom Stadtrat zu wählende Klimaschutzbeirat aus Fraktionsvertretern, den Unternehmen, der Universitäten und der Wirtschaft sowie Umwelt- und Verkehrsverbänden berät Stadtrat und Verwaltung in allen Fragen des Klimaschutzes. Sechstens, der Klimabeirat, und das ist eine wichtige Wirkung, schafft und erhält die notwendige Öffentlichkeit. So verhindern wir, dass der Klimaschutz wie bisher in der Selbstblockade der Verwaltung sowie im politischen Gerangel zweier OB-Kandidatinnen unter die Räder kommt. Wir Dissidenten, meine Damen und Herren, sind stolz darauf, dass wir dem Klimaschutz in Dresden einen neuen Schub geben können und halten deshalb gerne die Kritik an der Zustimmung zum schlechten Schlichtervorschlag aus. Ich danke für die Aufmerksamkeit. So, AfD noch mal das Wort gewünscht in der Fraktionsrunde. Herr Lommel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, auch am Livestream. Mediationsrunde, es wurde schon angesprochen, das heißt, reden miteinander, am besten ohne einer der stärksten Fraktionen der AfD. Was ist es dann wert, wenn man miteinander redet, wenn man dann doch nicht miteinander redet oder diejenigen, mit denen man reden will, gar nicht die anderen mit einfügt, naja, dann ist es eben so. Eine neue Art in Deutschland Demokratie. Am 23.01. haben wir diese neue Hauptsatzung bekommen, die uns hier vorliegt als Ergänzungsvorschlag mit dem Klimabeirat. Und in der Tat ein großer Erfolg für die Dissidenten, dass jetzt ein neuer Rat eingeführt wird, ein neues Gremium. Und damit natürlich auch zusätzliche Kosten und auch noch mehr Arbeit für uns zukommt. Das Thema Klimawandel betrifft uns alle sehr stark, aber ich habe den Verdacht, dass wir das Rad überdrehen. 25% aller Unternehmer sind auf dem Sprung im Mittelstand, dieses Land zu verlassen. Und da haben die Grünen natürlich einen großen Erfolg dann. Wir werden unsere CO2-Ausstöße reduzieren, indem die Produktion woanders ist. Das heißt, es ist einfach so, dass das Thema Klima zurzeit die Unternehmen überfordert. Und wir werden hier einen weiteren Beitrag vielleicht dazu leisten, dass es eben noch mehr Bürokratie kommt und dass es noch schwieriger wird,
auch im Rahmen von Gewinn, was schlimm, ja, dass man eben tatsächlich hier arbeiten möchte. Klimaschutz ohne Wirtschaft, das gab es in der DDR. Da wollte man auch Klimaschutz haben, man konnte es sich einfach nicht mehr bezahlen. Und wie das dann aussah, das Land, das konnte man dann erriechen teilweise. Naja, Geld kommt ja aus dem Geldautomaten. So, auf jeden Fall kommen wir dann zu dem Paragraph 29, der hier ganz neu aufgeführt ist. Komplett neue Strukturen, neue Aufgaben. Und unser Rat verlangt hellseherische Fähigkeiten von den Bewerbern, sich hier zu bewerben auf neue Funktionen, die gar nicht bekannt waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man so eigentlich eine ordentliche Bewerbungsphase im Rahmen der Bestenauslese zulassen? Ich sage nein, weil viele Bewerber überhaupt gar nicht wussten, was ist. Jetzt kommt das Argument und kann sagen, na ja, später sind die Leute gewählt worden, da kann das ja auch mal geändert werden, da sind sie im Amt. Das stimmt. Aber man sollte doch wenigstens die Möglichkeit geben, die Besten hier einzuladen, mitzumachen. Und ihr System war darauf ausgelegt, so viele wie möglich auszuschließen, damit man sich selbst die Posten sichern kann. Das ist das Thema. Dann wurde reduziert von 7 auf 6. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr gehabt, aber da will ich sogar mal nett sein und sagen, okay. Und nachdem ja die SPD in der letzten Sitzung das war, da war wirklich diese Rede, ertragt euch in Liebe und ein wirklich, ja, ein Lobeshymne auf diesen Oberbürgermeister, wie ich selten so gehört habe. Da würde ich natürlich denjenigen, die das jetzt ausgehandelt haben, mit diesem Logo aus der Bibel alles Gute wünschen. Mit der Liebe zu dem Oberbürgermeister, insbesondere von denjenigen, die letztendlich jetzt das auszubaden haben. Und ob die zwei, die jetzt ihre Sachen ihre Bewerbung zurückgezogen waren, die schlechtesten waren, das weiß ich nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Für mich waren diese Bewerber, die jetzt gegangen sind, zumindest von der linken Seite, mit Respekt zu behandeln, und jene, wo ich sagen kann, die konnten ihr Handwerk, auch wenn es nicht meine Aufgabe ist, als AfDler diese Leute dann zu wählen, weil sie eine andere Politik machen, aber ob die Leute, die jetzt gegangen sind, die schlechteren waren von denen, die jetzt noch übrig waren, das darf ich hier an der Stelle bezweifeln, und da habe ich auch schon selbst hier in diesem Punkt den Eindruck, dass das Thema Bestenauslese nicht allzu sehr hier eine Rolle spielt. Ich wünsche diesem Rat viel Erfolg bei der Wahl. Wir waren an diesem Desaster nicht beteiligt. Das ist das einzig Positive an der Sache für uns, was jetzt auf uns zukommt. Dennoch werden wir mit diesen Leuten, und die hier gewählt werden, fair, seriös, mit allem dem, was geht, ordentlich zusammenzuarbeiten. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wie hier die Sache eingetütet worden war, das ist kein Lobesblatt. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filusine. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Saal und im Livestream. Das, was wir mit dieser Hauptsatzungsänderung, dem Ergebnis des vom Stadtrat mit großer Mehrheit angeregten Moderationsprozesses, heute hoffentlich beschließen, ist keine Beutegemeinschaft, ist keine Koalition, sondern ein Kompromiss. Und damit, wie man schon mit einem Blick auf Wikipedia finden kann, Zitat, die Lösung eines Konfliktes durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen, erlebt von der Achtung der gegnerischen Position und gehört zum Wesen der Demokratie. Zitat Ende. Zum Wesen des Kompromisses gehört es wiederum, dass Kröten geschluckt werden müssen. Ja, ich sage es hier bewusst, ein uns politisch nahestehender und in der einstmals gemeinsamen Vereinbarung verankerter Partner ist in der Aufteilung der Geschäftsbereiche nicht mit vorgesehen. Und der OB verfügt direkt über das Finanzressort, was wir beides so nicht wollten. Es ist bitter, ich benutze das Wort bewusst,
dass die Vereinbarung von CDU, Grünen, Linken und SPD bezüglich der Wahl der Beigeordneten spätestens nach dem Ausgang der OB-Wahl nicht mehr durchsetzbar war. Zum einen aufgrund der durch die vorletzte aus CDU und SPD bestehende Landesregierung beschlossenen Einvernehmensregelung, zum anderen aufgrund des erklärten Widerstands des OBs dagegen, die Beigeordneten im Sinne dieser Vierervereinbarung zu besetzen. Die Verschiebungen zwischen Fraktionen in jüngster Zeit machten schließlich die Option unrealistisch, die Einvernehmensregel mit einer Zweidrittelmehrheit zu umgehen. Nach den zähen, aufreibenden und immer wieder ergebnislosen Verhandlungen der vergangenen Monate waren wir uns als Fraktion einig, und damit waren wir ja absolut nicht allein, dass dieser Zustand nicht mehr haltbar war. Das hat uns auch die Bürgerschaft ganz klar widergespiegelt und es eben deshalb externer Moderation bedurfte. Wir waren uns als Fraktion ebenso einig, deren Ergebnis als solches zu akzeptieren, wenn darin keine roten Linien überschritten und unsere wesentlichen Ziele erfüllt würden. Dies ist beim vorliegenden Kompromiss der Fall. Als bündnisgrüne Fraktion war es unser vornehmliches Ziel, Beigeordnete zu wählen und die Verwaltungsspitze der Landeshauptstadt Dresden wieder so aufzustellen, dass sie handlungsfähig ist. Als Fraktion mit dem stärksten Wahlergebnis bei der Kommunalwahl 2019 war es ebenfalls unser Ziel, weiter eine zweite Beigeordnetenposition zu besetzen, unserem Gestaltungsanspruch mit einem starken Umweltressort nachzukommen und dieses, natürlich nach erfolgreicher Wahl, mit der in diesem Ressort ja bereits erfahrenen Eva Jenichen besetzen zu können. Als Volljuristin mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht ist sie auch, so sollte er kommen, für den neuen Zuschnitt des GB7 die richtige Person. Was wären denn die Alternativen? Ein anderer mehrheits- und einvernehmensfähiger Vorschlag liegt nicht vor und zeichnet sich auch an keinem Horizont ab. Das ist die politische Realität. Und wir wollen uns auch nicht von der Landesdirektion irgendetwas aufoktroyieren lassen, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine deutlich schlechtere Lösung wäre. Stellen wir uns also unserer Verantwortung und tragen dazu bei, dass, Zitat, die seit dem Sommer andauernde Hängepartie in der Stadtverwaltung mit diesem Vorschlag nun ein Ende finden kann, Zitat, wie es Direktorin der TU Dresden, Frau Professor Ursula Staudinger, in ihrer Pressemitteilung zu dem Moderatorenvorschlag formuliert hat. Und Zitat weiter, eine arbeitsfähige und gut funktionierende Verwaltung ist für uns als Exzellenzuniversität ein wesentlicher Standortfaktor, so Frau Professor Staudinger. Und ja, ich schließe mich ihr auch voll und ganz an und damit ende ich auch, wenn sie sagt, weiteres Zitat, auch die breitere Aufstellung des Geschäftsbereichs Umwelt- und Klimarecht und Ordnung ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung. Klimaschutz und Klimaanpassung sind für jede und jeden in dieser Gesellschaft ein Thema, so auch für die TU Dresden in Forschung, Lehre und als Organisation. Das sollte sich auch in der Verwaltung einer Stadt wie Dresden widerspiegeln. Vielen Dank. Als nächster Redner für Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Gäste, als dieser Stadtrat den ersten Versuch unternahm, die Beigeordnetenspitze zu besetzen, da waren noch Sommerferien, es war bestes Badewetter. Einige Stadträtinnen und Stadträte eilten aus dem Urlaub direkt hier in den Ratssaal. Inzwischen ist Weihnachten vorbei, wir haben Silvester gefeiert, der erste Schnee ist gefallen. Nur Beigeordnete haben wir noch keine gewählt. Und deshalb ist es tatsächlich jetzt an der Zeit, hier und heute endlich diese Hängepartie zu beenden und die Beigeordneten zu wählen. Es liegt jetzt ein Vorschlag vor von zwei Moderatorin. Und ich will es ganz klar sagen, aus Sicht der Linken ist das nicht die ideale Lösung. Es ist keine wirklich gute Lösung. Wir hätten uns eine andere Lösung gewünscht und wie die aussah, das wissen hier alle. Wir haben sie
im Sommer zur Abstimmung gestellt. Und das hat für diese Lösung hier im Stadtrat eine absolute Mehrheit gegeben. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass der Oberbürgermeister mit diesem Ergebnis nicht einverstanden war und leider bedauerlicherweise sein Einvernehmen verweigert hat. Und es haben sich an diesem 11. August Termin um Termin, Verhandlungsrunde um Verhandlungsrunde, Telefonat um Telefonat, Fraktionssitzung um Fraktionssitzung, Ältestenrat an Ältestenrat gereiht, ohne dass es eine Lösung gegeben hätte. Ich will auch ganz klar sagen, wir von der Linken waren auch bereit, um die Basis hier im Stadtrat zu verbreitern, sogar, und das wäre eine wirkliche Zumutung gewesen, einen Beigeordneten oder eine Beigeordnete der FDP zu akzeptieren. Nur konnte man es dem Fraktionsvorsitzenden der FDP ja gar nicht recht machen. Er saß in den Verhandlungen als der Geist, der stets verneint. Und man hatte nicht selten den Eindruck, er und sein Parteifreund Herr Hilbert wären in völlig unterschiedlichen Parteien organisiert, so wie die gegeneinander gearbeitet haben. Weil trotz solch intensiver Verhandlungen und so langer Gespräche in unterschiedlichsten Konstellationen es eben keine Lösung gab, die einerseits im Stadtrat eine Mehrheit gefunden hätte und andererseits die Zustimmung des Oberbürgermeisters erhalten hatte, wurden externe Moderatoren eingesetzt. Und diese Moderatoren haben uns einen Vorschlag unterbreitet. Ich will hier mit einem Missverständnis aufräumen. Dieses Ergebnis ist kein Ergebnis von Verhandlungen. Es ist kein Ergebnis von Aushandlungen. Es ist kein Geschacher, sondern es wurde ein Vorschlag unterbreitet. Und diesen Vorschlag haben ganz unabhängig voneinander der Oberbürgermeister und mehrere Fraktionen akzeptiert, weil wir vorher es eben nicht geschafft haben, zu einem Ergebnis zu kommen, in dessen Folge hier hätten Beigeordnete ins Amt gebracht werden können. Dieses Ergebnis stößt nicht auf unsere Begeisterung, aber wir akzeptieren es, weil es eben ein Kompromiss ist. Und ich möchte einem ganz nachdrücklich entgegentreten, diesen despektierlichen Äußerungen, die hier über die Bewerberinnen und Bewerber gefallen sind, die heute zur Wahl stehen, mit Verlaub. Wenn man sich das anguckt, ich möchte über die Bewerberinnen sprechen für das Kulturressort und für das Sozialressort. Das sind die besten Bewerberinnen, die sich hier in diesem Prozess beworben haben. Wir haben mit Anne-Kathrin Klepsch eine studierte Kulturwissenschaftlerin, die anerkannt ist durch die Kulturinstitutionen in dieser Stadt, die 7 Jahre lang eine hervorragende Arbeit geleistet hat als Kulturbürgermeisterin. Wir haben mit Chris Kaufmann eine studierte Sozial- und Wirtschaftsgeografin, promoviert, die sich höchste Anerkennung erworben hat als Sozialbürgermeisterin, die hier in schwieriger Zeit wirklich die Dinge gemanagt hat und gute Leistungen abgeliefert hat. Das ist das Beste, was wir hier haben, und deswegen können wir Ihnen aus vollster Überzeugung heute auch unsere Stimme geben und diese beiden Frauen endlich wieder ins Amt wählen. Meine Damen und Herren, ich möchte eines noch zum Abschluss sagen. Hier würde gefaselt über angebliche Koalitionen oder Bündnisse oder dergleichen. Also mit Verlaub, ich bin doch nicht mit einem Klammersack gepudert und gehe mit Herrn Krüger eine Koalition ein. Ich bin doch nicht bescheuert. So. Meine Damen und Herren, wir treffen heute eine Entscheidung. Wir wählen heute eine Verwaltungsspitze, und ich sage das ganz klar, eine inhaltliche Zusammenarbeit ergibt sich daraus nicht. Ganz im Gegenteil, Frau Dr. Kaufmann und Anne-Kathrin Klepsch werden an dieser Verwaltungsspitze die Ansprechpartnerinnen für all jene sein, die Kritik am Oberbürgermeister haben und die dessen Kurs korrigieren wollen. Dafür stehen Sie auch. Dies werden Sie auch leisten neben Ihrer anerkannt fachlichen Arbeit. Meine Damen und Herren, ich werbe dafür, heute die Beigeordneten zu wählen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster Redner für die CDU-Fraktion, Herr Krüger.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, ich werde jetzt anders als mein Vorredner etwas ruhiger und auf dem Boden der Tatsachen bleiben, denn wir haben, glaube ich, alle in dem letzten halben Jahr als Rat als Ganzes nicht die beste Figur abgegeben und heute gilt es endlich, diesem ein Ende zu machen und die Beigeordneten zu wählen. Wir haben heute die Gelegenheit, eine monatewährende Hängepartie zu ändern und endlich die Spitzen der Geschäftsbereiche mit neuen inhaltlichen Zuschnitten und Aufgaben zu wählen. Seit Sommer letzten Jahres gab es endlos viele Runden von Verhandlungen, Gesprächen und Versuchen, eine Einigung zu erzielen. Am Ende scheiterten mehrfach auf diesem Rat die Wahlen dazu. Im Dezember haben wir uns dann einem Moderatorenprozess unter Leitung von Gunter Röstl und Thomas de Maizière gestellt. Das Ergebnis ist ein klassischer Kompromiss, mit dem viele leben, aber nicht alle zufrieden sein können. Der inhaltliche Zuschnitt der nunmehr 6 Geschäftsbereiche entspricht den Erfordernissen unserer Zeit und wurden auch vom Oberbürgermeister in der Vergangenheit auch schon vor seiner Wahl so kommuniziert. Wichtige Themen wie Wirtschaft und Digitalisierung, die Fachkräftesicherung, aber auch Anpassung auf veränderte klimatische Bedingungen erfordern neue Wege und neue Verantwortlichkeiten. Dass beispielsweise im Bereich der Wirtschaft nicht nur die erfreulichen Großansiedlungen gemeint sind, sondern vor allem auch der Klein- und Mittelstand deutlich mehr Beachtung finden muss, wird uns immer wieder gespiegelt. Schließlich sind es nach wie vor die Mittelständler aller Branchen, das Rückgrat unserer Wirtschaft und ein Hauptarbeitgeber in der Stadt. Fachkräftesicherung wird ein wesentlicher Motor, aber auch Indikator dafür sein, ob wir auch in Zukunft alle anstehenden Aufgaben in der Stadt meistern können. Unser wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes exzellenter Wissenschaftsstandort, aber auch unsere Handwerksbetriebe und Mittelständler spielen dabei eine herausragende Rolle. Aber auch die Stadt als kommunaler Arbeitgeber muss dazu deutlich engagierter seine Hausaufgaben machen. Auch in bestehenden Geschäftsbereichen gilt es vermehrt, Anstrengungen zu unternehmen. Sei es der nahezu vollkommen zum Erliegen gekommene soziale Wohnungsbau, die scheinbar endlosen Zeiträume zur Umsetzung von einigen Beschlüssen, siehe die gigantische Summe von über 400 Millionen Euro sogenannten Haushaltsaufgaberesten, sind anzupacken. Uns erreichten Briefe von Verbänden, Kammern, der Universität und vielen anderen bedeutender Player in dieser Stadt. Allen gemeinsam ist die Botschaft an uns als Stadtrat, dem Gezerre endlich ein Ende zu bereiten und heute die 4 Geschäftsbereiche neu zu besetzen. Die CDU wird sich dem stellen und heute sowohl der Hauptsatzung ihre Zustimmung geben, als auch den Kandidatenvorschlägen, die zum heutigen Zeitpunkt mehrheitsfähig sind, folgen. Dass der aktuelle Zuschnitt nach Möglichkeiten von Anpassung in der Zukunft ermöglicht, ist eine weitere Stärke des Kompromisses und sollte für alle erkennbar sein. Mein besonderer Dank gilt den beiden Moderatoren, die mit Einsatz und zielorientiert dieses Ergebnis in so kurzer Zeit erzielt haben. Heute gilt es, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen, den Streit zu beenden und die Chancen aus der Neuausrichtung der Verwaltungsspitze zu ergreifen. Wir als CDU werden das tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir setzen fort mit der SPD-Fraktion, Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste. In Chemnitz wird gearbeitet, Leipzig handelt und Dresden bringt das Geld durch. Es gibt einen Dresdner Fundamentalismus und etwas Freudiges, Sorgloses mästete diese Mätresse der Macht. Die Kunststadt, Splendid Isolation, geschützt durch ihre Unschuld oder Schönheit, hat sie nicht das Recht, sich herauszuhalten und sich was Besseres zu dünken, gleichsam immer im Tal der Ahnungslosen? Ich höre sehr wohl, immerhin besteht Einigkeit, das, was hier heute zum Beschluss steht, ist kein großer Wurf. Ich denke, ich würde es sogar noch mal deutlicher sagen, das ist noch nicht mal besser, als das jetzige ist. Es ist Murks und für Murks steht die SPD-Fraktion nicht zur Verfügung. Das, was jetzt hier zur Abstimmung steht, ist erstens einfach und bequem.
nach, ja, in der Tat, das ist gerade schon mehrfach ausgeführt worden, sehr zähem Ringen zwischen vielen Fraktionen, die wenig eint, und einem machthungrigen Oberbürgermeister soll sich die neue Stadtspitze jetzt auf die denkbar knappste Mehrheit, nämlich von 36 Stimmen, stützen. Drei Fraktionen, die die Geschäftsbereiche untereinander aufteilen. Herr Jeder, macht ein siebter Bereich das doch nur unnötig kompliziert. Es ist einfach, es ist bequem. Hauptsache, wir wählen jetzt endlich, egal was, egal wen. Das ist ein Armutszeugnis. Und zweitens, es ist eben kein im Dialog für Dresden Ziele für unsere Stadt. Lösungsorientierte Zusammenarbeit etablieren, Zukunftsthemen mit langem Atem vorantreiben. So vieles wollte der Oberbürgermeister auf Basis einer breiten Mehrheit aller demokratischen Fraktionen hier im Stadtrat. Ich habe noch nie im Leben ein Papier so schnell im Papierkorb verschwinden sehen wie dieses. Und von den drei Fraktionen erklärt eine zur Sicherheit dann noch: Aus der Annahme dieser Empfehlung des Moderatorenteams ergibt sich für die Fraktion jedoch ausdrücklich keine vertiefte Zusammenarbeit oder gar eine Koalition mit den Fraktionen sowie dem Oberbürgermeister. Wir wählen heute hier nur gemeinsam Beigeordnete, sonst wollen wir nichts miteinander zu tun haben. Das sind wirklich gute Voraussetzungen für einen Dialog in Dresden. Und was ist übrig von den vielen großen Worten? Die große Herausforderung Klimagerechtigkeit, der Markenkern der Grünen, Umwelt wird quasi abgewertet zu einem Anhängsel von Recht und Ordnung. Die Koordinierung der zentralen Klimaschutzstrategie gibt man, genauso wie die Beteiligungsverwaltung, direkt zum Oberbürgermeister. Warum machen die Grünen das eigentlich mit? Warum hat die grüne Fraktionsspitze das aktiv betrieben? Ich hörte sehr wohl, was vorgelesen wurde zum Thema Kompromiss, beidseitiger Verzicht. Ich hörte nicht, es ist einer verzichtet oder auf einen wird verzichtet. Die CDU spricht die ganze Zeit vom Wirtschaftsbürgermeister. Sind wir doch mal ehrlich, es ist ein Amt für Wirtschaftsförderung mit 50 MitarbeiterInnen. Das ist das Anhängsel in einem Geschäftsbereich mit insgesamt 1.300 Beschäftigten, der vor allen Dingen die gesamte Verwaltungsmodernisierung stemmen soll. Die zentrale Fachkräftestrategie ist dort nicht zugeordnet, diesem Geschäftsbereich Kultur. Die Liegenschaften bleiben im Geschäftsbereich 6, Wirtschaft ohne Liegenschaften für Gewerbeansiedlung. Gar nicht zu reden von einem eigenen Mobilitätsbereich, über den gesprochen worden ist, der Tourismus, der gestärkt werden sollte. Es ist nur eine Stadtspitze, die die kleinstmögliche Mehrheit im Rat repräsentiert. Und drittens, der Machthunger des Oberbürgermeisters. Das war in den Gesprächen eine rote Linie, die nicht eingehalten worden ist. Die SPD-Fraktion hat das immer sehr deutlich kommuniziert. Finanzen beim Oberbürgermeister sind eine enorme und gefährliche Machtfülle. Und das ist einmalig in Deutschland für eine 500.000-Stadt. Das gibt es aus gutem Grund anderswo so nicht. Wo wird denn gespart werden bei der nächsten Haushaltssperre? Beim Stadtfest? Beim Striezelmarkt? Ich glaube eher nicht. Aber was ist mit Soziales? Was ist mit Kultur? Warum macht die Linke das mit? Und wie überhaupt soll das zu schaffen sein, der Oberbürgermeister, der neben den 6 Beigeordneten dann noch den gesamten Finanzbereich führen will? Wird Dresdens Haushalt künftig von der nächsten Dienstreise aus gemacht? Diese neue Struktur löst kein einziges Problem, sie schafft nur neue. Sie ist einfach und bequem, sie ist eben kein Dialog für Dresden, für die Ziele unserer Stadt, und sie birgt eine enorme und gefährliche Machtfülle in einer Person. Das wird Lähmung, aber keine Perspektive, und das wird den aktuellen Herausforderungen nicht gerecht. Und Dr. Lames, so wie ich ihn kenne, verfolgt er auch heute die Sitzung, sicherlich im Livestream, um zu sehen, wie es in unserer Stadt weitergeht. Das hätte ein anderer tun sollen, aber ich nehme mir jetzt an dieser Stelle nochmal die Zeit zu sagen, danke. Danke für 18 aufopferungsvolle Jahre Ackern für diese Stadt. Es gibt sehr viel Gutes, was Dr. Lames in dieser Stadt erreicht hat, was ihm auch keiner zugetraut hat. Wir werden dafür sorgen, dass diese Projekte fortgesetzt werden. Ich habe begonnen mit Volker Braun, wer es nicht erkannt hat, aus seiner Festrede 2006. Ich will mit Erich Kästner schließen. Gegen Abend ging Fabian in die Altstadt hinüber. Von der Brücke aus sah er die weltberühmten Gebäude wieder, die er seit er denken konnte, kannte. Das ehemalige Schloss, die ehemalige Königliche Oper, die ehemalige Hofkirche. Alles hier war wunderbar und ehemalig. Die SPD will eine zukunftsfähige, eine soziale und solidarische Stadt, keine ehemalige Stadt im Ruhestand. Dafür werden wir weiter kämpfen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion ist die FDP in der Reihe. Herr Zastrup.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ja, diese Hauptsatzungsnovellierung ist genauso wie die jetzt anstehenden Wahlen natürlich nichts anderes als eine vertane Chance. Eine Chance, die wir hätten nutzen sollen für eine echte Verwaltungsmodernisierung. Wir brauchen eine bessere Verwaltung. Wir müssen die 10 Abstimmungsverhältnisse zwischen Verwaltungseinheiten verbessern. Und all das sollten wir tun. Es ist auch eine Chance vertan worden, um diese Stadt strukturell und auch, was ich für dringend nötig halte, personell neu aufzustellen. Das Gegenteil wird gemacht. Das Gegenteil ist jetzt der Vorschlag der Moderatoren. Das macht es schon besonders bitter, weil wir uns einen so langen Prozess geleistet haben. Seit dem Sommer, es ist gesagt worden, haben wir gerungen um neue Wege. Und leider ist dieser Moderationsprozess der Gipfel des Scheiterns. Nicht in einem Moment ging es tatsächlich die beste Lösung für diese Stadt zu suchen. Nicht zu keinem Zeitpunkt ging es darum, wirklich über die wirklich große Fülle an Optionen, die auf dem Tisch lag, weil die roten Linien, die gesetzt wurden, ganz, ganz klein nur waren. Bei uns war es der 8. Bürgermeister nur, dass Sie es mal wissen, mehr gab es gar nicht. Um wirklich über Optionen zu sprechen, all das ist nicht passiert und es gab auch zu keinem Zeitpunkt eine Debatte auf Augenhöhe. Ich will noch mal daran erinnern, Dana Frohnwieser hat es auch schon getan, was der Anspruch gewesen ist, der von den Moderatoren zum Anfang gelegt worden ist. Man sprach da von einem weißen Blatt. Nachdem alle Diskussionen, alle Verhandlungen nicht funktioniert haben, wollte man ein weißes Blatt hinlegen. Man wollte einen Kompromiss auf noch breitere Basis stellen. Deswegen waren bei diesen Runden Dissidenten dabei, auch Freie Wähler dabei. Man hat also einen ganz breiten Kompromiss versucht zu suchen. Man wollte die politischen Gegebenheiten in dieser Stadt besser widerspiegeln und man sprach sogar von einer neuen Kultur der Kommunikation im Stadtrat, eines Umgangs miteinander. Nichts davon, überhaupt nichts davon, haben wir in den 2 kurzen Gesprächen, die wir als Fraktion mit den Moderatoren hatten, gespürt. Gar nichts, null. Ich will auch daran erinnern, dass unser aller Anspruch gewesen ist, zum Anfang der Gespräche im Sommer nicht nur über Verwaltungsstrukturen und Personen zu sprechen, sondern auch über inhaltliche Vereinbarungen. Wir haben in unseren Fraktionen, zumindest die beteiligten Fraktionen, bereits über Inhalte gesprochen. Wir hatten schon Kompromisse gefunden. Warum? Weil wir wissen, wie zäh ein Fortkommen in dieser Stadt ist. Wir haben gesagt, wenn wir schon gemeinsam Beigeordnete wählen, dann soll das auch ein inhaltliches Fundament haben, damit wir schneller in dieser Stadt vorauskommen. Nichts davon ist heute hier zur Entscheidung da. Nichts, gar nichts. Nach über einem halben Jahr. Da kann auch ich nur feststellen, am Ende ging es eben doch nur darum, ein paar Pöstchen, Posten und Karrieren für ein paar wenige Parteifreunde von Linken, CDU und Grünen zu sichern. Es ging um das Wohl von ganz wenigen, aber keinesfalls um das Wohl dieser Stadt, meine Damen und Herren. Und ganz im Ernst, wenn Sie die SPD ausboten wollen, und genau dafür gab es diesen Moderationsprozess, nämlich das ist die Alibi-Funktion, die die beiden Moderatoren eingenommen haben, leider. Das hätten sie schneller haben können und einfacher haben können. Sagen wir es doch mal deutlich. Meine Damen und Herren, es gibt eine Sache, die Sie verbindet, und das ist die Mehrheitsfähigkeit. Mögliche Mehrheitsfähigkeit. Warten wir es doch mal ab, wie das dann ausgeht. Also ich sehe dem Rücktritt ganz vieler Fraktionsvorsitzenden heute, wenn das Ganze schiefgegangen ist, mit Freude entgegen, meine Damen und Herren. Mit großer Freude. Ich weiß nicht, und das bleibt das Geheimnis der Moderatoren, und es bleibt auch Ihr Geheimnis, wieso es nicht einmal versucht worden ist, zwischen Weihnachten und heute eine breitere Basis herzustellen. Wir waren gemeinsam mit den Freien Wählern bereit, die Dissidenten waren bereit, die SPD war sowieso dazu bereit. Es gab das Angebot, aber es wurde überhaupt nicht genutzt. Jetzt, mit der kleinsten mehrheitsfähigen Menge hier in die Abstimmung zu gehen, das, meine Damen und Herren, ist hochriskant und es ist auch eine große Last für die weitere Zusammenarbeit. Ich hoffe, liebe Kollegen von der CDU, Sie haben genau zugehört, was der Kollege Scholbach hier gesagt hat.
Es geht nicht um die Stadt, es geht nicht um Zusammenarbeit, es geht nicht auch darum, da vorne ein gutes Team sitzen zu haben, was gemeinsam die Stadt nach vorne bringt, sondern er will seine Kandidaten ins Rennen schicken als Kontrapunkt zum Oberbürgermeister, der möglichst gegen den Oberbürgermeister arbeiten soll. Das kann doch nicht das Ziel in dieser Stadt sein, meine Damen und Herren. Ich verstehe ganz vieles nicht. Ich will es, meine Redezeit reicht dafür leider nicht aus, den ganzen Details, was zu sagen, das haben Gott sei Dank gerade die Kollegen von der SPD auch schon gemacht. Aber was ist das, was Sie mit der Wirtschaft machen? Endlich ein eigenes Ressort. Und dann wird der wichtigste Bereich, den wir dort haben, Fachkräfteentwicklung, zur Kultur gegeben. Das kann nicht ernst gemeint sein. Tourismus, stiefmütterliches Dasein im Kulturbereich, das kritisieren alle in dieser Stadt. Das kritisiert auch die Klientel der Union schon ganz lange. Und nun, warum wird das nicht geändert? Da waren wir im Prozess übrigens schon mal viel weiter, da ging es. Stattdessen zerschlagen Sie den erfolgreichen und relativ gut geführten Bereich Ordnung und Sicherheit und werfen Ihren eigenen Markenkern der Verbotspartei schlechthin, die ja ein sehr eigenartiges, spezielles Wertegerüst hat, vor die Füße. Das können Sie doch nicht machen. Frau Jening wird sich freuen. Sie ist trotz aller Kritik jetzt die große Wahlsiegerin der OB-Wahl. Ich verstehe es nie. Liebe Kollegen, am Ende müssen das auch die Konservativen und alle anderen hier in dem Raum selber machen. Ich glaube, es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss auf Bundesebene der CDU, nicht nur mit der AfD, sondern ich glaube auch mit den Linken, wenn ich das noch weiß. Und eins für den nächsten Wahlkampf sage ich schon mal, ohne so ein Verhalten wäre linksgrüne Politik in Dresden nicht möglich. Das macht die CDU erst möglich. Das halte ich immer fest. Dankeschön. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde die Freien Wähler, Freie Bürgerfraktion, Herr Genschmann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und im Endgeräten. Ja, mit was fangen wir an? Es ist viel gesagt worden. Als erstes möchte ich mit dem positiven Anfang, Herr Oberbürgermeister, danke, dass Sie durch Ihre Initiative ermöglicht haben, dass die Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger an dem Prozess daran teilnehmen durfte. Für uns eigentlich eine demokratische Selbstverständlichkeit. Wir sind 70 Stadträte, die von den Dresdnern und Dresdnerinnen gewählt wurden. Und eigentlich sollte das eine Normalität sein. Was ist das Ergebnis? Also damit hört es eigentlich schon auf mit den positiven Aspekten, die wir in diesem Prozess erlebt haben. Der Weg, Moderatoren einzubeziehen, ist schon ein Armutszeugnis für diesen Rat. Weil ich glaube, wir sind für den Dresdner gewählt worden, Entscheidungen zu treffen. Leider war dies von Rot-Rot-Grün und der CDU nie möglich. Dann hat man sich Moderatoren gewählt und am Ende ist das Ergebnis, dass die mögliche Mehrheit geschrumpft ist, dass man einen Partner aus dieser alten Koalition übers Messer springen ließ. Und Sie, Herr Oberbürgermeister, der Herr Zastrow hat es an den Rat und an die Union formuliert, ich kann nach der Rede von Herrn Scholbach nicht verstehen, wenn Sie diese Wahl, wenn die durchgeht, Ihr Einverständnis erklären, weil ich kann mich erinnern, dass Sie bei der Kritik der Bürgermeister, die zu wählen waren, gesagt haben, wir waren früher vor der letzten Oberbürgermeisterwahl kein gutes Team. Es ist angekündigt worden, dass es noch schlimmer werden soll. Aus dem Grund kann ich nicht verstehen, wenn Sie bei maximal 50% am Ende Ihr Einverständnis geben. Aber es gibt zwei weitere Aspekte, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Was sollte die Beigeordnetenwahl Verantwortungen haben? Sie muss eigentlich zwei Anforderungen haben. Einmal die persönliche, fachliche, menschliche Eignung. Wir haben immer gesagt, die Bestenauswahl und die politische Widerspiegelung der Mehrheitsverhältnisse. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal ausgeführt, dieser Prozess, der jetzt über ein halbes Jahr gedauert hat, hat dazu geführt, dass die Mehrheit höchstwahrscheinlich im Rat gesunken ist, dass sich die Linken hergeben, das, was schon die CDU und die Grünen jetzt auf Bundesebene wahrscheinlich langfristig planen, was im Land läuft, dass man grün-schwarz vorantreibt, dort ist der Steigbügelhalter die Linke, kann man machen. Da sieht man aber, dass es am Ende wirklich nur um das Postengeschacher geht. Unsere Meinung zu den Kandidaten, was dann am Ende auch dazu führt, dass wir es am Ende nur ablehnen können, kann ich nur an den beiden Kandidaten, Frau Klepsch und Frau Jenigen, widerspiegeln. Frau Klepsch ist
extrem gescheitert in der Kulturhauptstadtbewerbung. Das war eine eigentlich Disqualifizierung für eine Wiederwahl. Und Frau Jenischen, so eine Umweltbürgermeisterin mit der schlechtesten Bilanz seit 1990, eine Ankündigungsweltmeisterin ist sie gewesen, aber alleine bei den Straßenbäumen weiß man, wie sehr sie gescheitert ist. Und auch da kann ich immer wieder nur darauf hinweisen, Herr Oberbürgermeister, was Sie noch vor einem halben Jahr gesagt haben, Eva Jenichen hat in ihrem Amt versagt, war ein Zitat, was Sie am 10.08.2022 geäußert haben. Seit dahin hat sie nicht mehr gemacht, also es kann sich nie verbessert haben. Aus dem Grund ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man so eine Kandidatin dann einen Posten wieder geben kann. Zu den Strukturen ist auch schon viel gesagt worden. Wir haben nicht 6 Geschäftsbereiche, wir haben 7 Geschäftsbereiche, wir haben nichts eingespart. Zu den Strukturen und zu den Posten hin und her geschiebe, wie gesagt, hat Herr Zastrow gerade vollkommen treffend ein paar Aspekte erwähnt. Steffen Kaden, den ich persönlich sehr schätze, wie gesagt, ich kritisiere die Union bei dem wichtigen Thema Wirtschaft, Tourismus, wie man sich dort für die Postenvergabe dort sozusagen als Bettvorleger dann hingelegt hat, damit man den Posten kriegt. Aus dem Grund, das sind ein paar Aspekte, die dazu führen, dass wir zum einen der Hauptsatzung, aber eben auch der Wahl der Beigeordneten leider unsere Zustimmung nicht geben können. So, damit ist die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen. Dann steigen wir ein in Herr Mattes. Dann mit der innewohnenden Dynamik. Ich wollte eigentlich ruhig und sachlich sprechen, aber ganz so langsam wie bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister, wird es dann doch nie. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen, die Sie heute diesen Stadtrat verfolgen. Ich möchte, und das ist mir wichtig, für die Linke noch mal eins klarstellen, weil das immer wieder falsch gesagt wurde, auch heute wieder. Wir reden heute weder von einer Bürgermeisterkoalition noch, wie das auch kolportiert wurde, von einer Hilbert-Koalition. Das ist schlicht unzutreffend. Weder Herr de Maizière noch Frau Röstl kann darüber bestimmen, mit wem die Linke koaliert. Das macht die Linke selbst. Auch die Damen und Herren der Lokalpresse muss ich da in ihre Schranken weisen. Auch sie können das nicht herbeischreiben. Was wir heute haben, und das ist zu Recht gesagt worden, ist ein externer, sozusagen vorgeschlagener Kompromiss nach einer mehr als halbjährigen Blockade. Über ihn ist Lobendes und Kritisches gesagt worden. Ich sage als jemand, der hier 20 Jahre im Stadtrat ist, dass er mich insgesamt nicht überzeugt. Die Zerschlagung des Geschäfts, also 3 Punkte sind es, die Zerschlagung des Geschäftsbereiches Ordnung und Sicherheit ist nicht überzeugend, dass sich künftig Herr Kaden neben Wirtschaft und Digitalisierung um Bürgeramt und Feuerwehr kümmern soll, Frau Jenischen zusätzlich zu ihren umfangreichen bisherigen Aufgaben auch noch das Ordnungsamt in Ordnung bringen soll und Frau Dr. Kaufmann zu ihrem riesengroßen, durch viele Krisen der in den letzten Jahren gebeutelten Geschäftsbereich auch noch Veterinär- und Lebensmittelüberwachung übergeholfen bekommt. Das führt nicht zu Synergien und wird vermutlich, das ist absehbar, zu Klagen aus diesen Bereichen führen, man sei das 5. Rad am Wagen. Auch die zusätzlichen Aufgaben, die Herr Kaden mit dem Haupt- und Personalamt, Frau Jenischen mit dem Rechtsamt, beides klassische Querschnittsämter, aufgebürdet werden, werden zu Lasten ihrer strategisch höchst wichtigen Kernaufgaben Digitalisierung und Klimaschutz gehen. Zweitens, die beiden Vermittler ließen uns wissen, dass Dresden angeblich mit 6 Beigeordneten auskäme, weil auch Infineon und Siemens nur über 5 oder 6 Vorstandsmitglieder verfügen. Das mag sein. Ich habe keinen Konzern gefunden und die beiden offensichtlich auch nicht, der ohne einen Finanzvorstand auskommt.
Dass die Verantwortung für die Finanzen dauerhaft beim Oberbürgermeister bleibt, daran glaubt nicht einmal der Oberbürgermeister selbst. Würden doch die zahlreichen damit verbundenen Verpflichtungen zusätzlich zu seinen eigentlichen Aufgaben als Oberbürgermeister eine völlige Veränderung seines Führungsstils erfordern. Drittens halte ich es für politisch außerordentlich kurzsichtig, zwei Fraktionen, die den städtischen Haushalt in Verantwortung mitgetragen haben, die SPD und die FDP, bei der Besetzung der Verwaltungsspitze zu übergehen. Das wird sowohl dem Zusammenwirken von Stadtverwaltung und Stadtrat als auch der notwendigen Zusammenarbeit im Stadtrat selbst abträglich sein. Natürlich mag die FDP, und wir haben es ja heute gehört, mit ihrer vorhergehenden Blockade einer einvernehmlichen Lösung selbst dazu beigetragen haben, aber das macht es ja im Ergebnis nicht besser. Die vier Personen heute zu wählen, da habe ich überhaupt keine Mühe. Das wollte ich schon im letzten August machen und daran hat sich auch nichts geändert, genauso wie ich damals auch Herrn Dr. Lames voller Freude gewählt habe. Aber außerdem soll ich heute einer Verringerung der Geschäftsbereiche auf 6 zustimmen und liebe Dana, das ist eben keineswegs eine einfache und bequeme Lösung, wie du das hier genannt hast. Aber es wurde ja bereits im Vorfeld das Jugendteam aufgemacht, dass andernfalls die Wahl der Beigeordneten heute erneut am fehlenden Einvernehmen des Oberbürgermeisters scheitern könnte. Das ist aus meiner Sicht zwar kein gutes Argument, aber eine politische Realität, die ich nicht ignorieren kann. Der Landtag hat eben in einer früheren Koalition dem Oberbürgermeister dieses Vetorecht eingeräumt. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass er davon Gebrauch macht. In der Logik meiner Kritikpunkte liegt es auf der Hand, dass es eigentlich zweier zusätzlicher Geschäftsbereiche braucht. Sowohl fachlich ist das begründet, als auch politisch. Und es ist scheinbar paradox, in dem Moment einer Reduzierung auf 6 zuzustimmen. Die Reduzierung auf 6 ist völlig aus der Zeit gefallen und selbst de Maizière und Rösel haben in ihrem Papier etwas verdruckst, es wurde heute schon gesagt, eine spätere Erweiterung nicht ausgeschlossen. Aber ich kann mit dem Widerspruch umgehen. Wenn sich früher oder später, von mir aus gerne noch in diesem Jahr, die Vernunft durchsetzt und sich eine Mehrheit für einen oder zwei weitere Beigeordnete finden, mit dem Oberbürgermeister sind dazu 36 Stimmen nötig, ohne ihn 48, dann wird diese Mehrheit definitiv auch dazu ausreichen, die Hauptsatzung wieder anzupassen. Meine Stimme für eine erneute Anpassung der Hauptsatzung ist schon mal sicher. Und vielleicht denkt man auch bei CDU und Grünen, wenn die heutige Last abgefallen ist, noch einmal konstruktiv darüber nach. Vielen herzlichen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann nehme ich den zweiten Anlauf zur Abstimmung. Wir haben einen Ersetzungsantrag vorliegen der AfD. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.15 Ja, 47 Nein, bei 8 Enthaltungen wäre abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Hier ist ein kleiner Fehler drin, den möchte ich noch darauf hinweisen. Da ist in dem Beschlusspunkt 2 zur Vorlage und da heißt es dann in der Ausfertigung V1277 aus 22 und richtig muss heißen, V1377 aus 22, da ist eine falsche Vorlagennummer aufgenommen worden. Ja, genau. Und nur, dass wir das richtig stellen und nicht dann irgendwelchen anderen Beschlüssen nachlaufen, die da nicht gemeint waren. Also, mit dieser kleinen Anmerkung und Korrektur stelle ich diesen federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neununddreißig Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit ist die Hauptsatzungsänderung angenommen.
Es wären mindestens 36 Stimmen notwendig gewesen. Und dann ist das, diese Mehrheit erreicht und damit der Beschluss gefasst. Herr Laczynski. Ich würde jetzt, da wir jetzt die Hauptsitzung beschlossen haben, nochmal darauf hinweisen, dass gerade im Hinblick jetzt auf die folgenden Tagesordnungspunkte 5 bis 8 auf Grundlage der jetzt beschlossenen Geschäftskreise nicht nachvollziehbar ist, welche der zu wählenden Kandidaten nach den alten Ausschreibungen zu welchem Geschäftsbereich nach neuer Hauptsitzung zugeordnet werden sollen. Da diese Zuordnung unmöglich erscheint bzw. nicht allen Stadträten zur Verfügung gestellt wurde und eine offizielle Stellungnahme dazu bisher nicht getätigt wurde, ist es für uns als Fraktion unmöglich, Wahlvorschläge für die jeweiligen beigeordneten Besetzungen zu machen. Es ist für uns zudem nicht ersichtlich, inwieweit ursprüngliche Bewerber aufgrund der neuen Geschäftsbereichzuschnitte und der langen Zeit überhaupt noch zur Verfügung stehen oder nicht. Aufgrund der heutigen Zeitkette ist es außerdem unmöglich, diesen Erfahrungen zu bringen, und wir sehen uns dadurch in unserem Vorschlagsrecht als Fraktion beschränkt. Ich möchte daher im Namen der AfD-Fraktion rügen, dass wir nach § 56 Absatz 2 der sächsischen Gemeindeordnung als vorschlagsberechtigte Fraktion aufgrund der Nichtausschreibung der neu geschaffenen Geschäftskreise und der nicht erfolgten Zuordnung von alt zu neu unseres Vorschlagsrechts beraubt wurden. Uns ist weder der aktuelle Bewerberkreis bekannt, noch ist eine Bewertung nach Eigenleistung und Befähigung der möglichen Kandidaten auf Grundlage der neuen Hauptsatzung möglich. Zudem möchte ich als Person darauf hinweisen, dass ich durchaus ein Interesse an den Dienstposten des Beigeordneten für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Sicherheit gehabt hätte, wenn dieser ausgeschrieben worden wäre. Ich hätte dieses Interesse auch im Zuge einer Ausschreibung angezeigt. Dies war leider nicht möglich. Leider hat diese Ausschreibung nicht stattgefunden, weshalb ich mich zudem meinen Grundrechten nach Artikel 33 Grundgesetz im Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt sehe. Auch das möchte ich rügen. Aus diesem Grund beantrage ich als Geschäftsordnungsantrag eine Vertagung der Tagesordnungspunkte 5 bis 8, um so der Landeshauptstadt die Möglichkeit zu geben, diesen Missstand zu heilen. Vielen Dank. Gut, das ist ein Vertagungsantrag, Geschäftsordnung, der gestellt worden ist. Wird dazu die Gegenrede gewünscht? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zur Abstimmung über den Vorschlag jetzt auf Vertagung, wie beantragt. Wer dem folgen möchte, der müsste mit Ja stimmen. Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen, hat keine Mehrheit gefunden. Soweit setzen wir fort. Und